So, da sind wir etwas verspätet im Ladebildschirm, Internetprobleme und so weiter. Oben im Team haben wir Devil als Gangplank, Flair als Tristana, Tim alias Wheatblunt im Mundo Jungle, die Nase Alistar Support und Minato als Corki als AD Carry. Jo, im anderen Team haben wir Panda als Pantheon, Kev mit neuem Namen als Katus, Sarah Tool mit Charco im Jungle, Soraka als Support und Ash als AD Carry. Boah, am Arsch. So, da sehen wir auch direkt, dass die Action losgeht. Oben haben wir nämlich jetzt Devil gegen Pante. Noch keine Kills gefallen, Gold ist noch Gleichstand, so. Items haben wir, glaube ich, ganz normale Builds. Hier haben wir Corki in der Mitte, okay, das ist interessant, gegen Kevin. Ansonsten, ja, Charco Level 3 im Jungle. Tim auch Level 3. Double Buff. Kurze Unterbrechung, um mal kurz den Justin zu erreichen. So, und da sind wir mit Justin jetzt endlich im Spiel. Yo, endlich mal. Meine Fresse. Ja, klär mich kurz über die ersten Minuten auf. Erzähl's den Zuschauern, los. Ja, in den ersten Minuten nichts Spannendes passiert. Wir haben nur... Kev hat am Anfang Soraka gepickt, aber hat jetzt Katus Mitte genommen und wir sehen einen Corki AP in der Mitte vom blauen Team. Oh, der spielt AP, okay, das habe ich noch gar nicht gemerkt. Ja, Top Devil gegen Panda. Genau. Und Devil hat sich aufgeregt, weil Panda ein Counter ist. Ja, kluge Sache halt. Oh ja, da sehen wir es auch. Ja, Panda ist stark. Jupp. Ja, unten der Basti wieder fleißig am Farmen. 24 zu 21, oder oh, das geht noch. In der Mitte, wie steht's da mit dem Farm? 25 zu 20, okay, Corki führt. Geht AP Corki überhaupt gescheit? Wie bitte? Geht AP Corki? Also Basti meint es ziemlich gut, ja. Ja, ich weiß gar nicht, wie skillt das, oder? Ja, die Kuh... Die ja. Pusht man sofort hoch, weil die ja AP mit AP skaliert. Achso, okay. Die W skaliert auch mit AP, soweit ich weiß. Ja gut, die W macht jetzt... Und die Ulti ein wenig. Okay. Eigentlich so ganz viel und das haut auch gut rein. Jo, wir werden es im späteren Spielverlauf sehen. Ne? Jo. Sieht so aus, als kommt in der Mitte ein Gang von Wheatblunt. Ach ja, klären wir erstmal die Teams auf. Im blauen Team haben wir Devil mit Gang. Ja, das habe ich schon erzählt. Achso, hast du schon erzählt? Achso. Ja, ja, das hatte ich mal kurz aufgenommen und dann Pause gemacht, um dich anzurufen. Oh ja, jetzt ist aber der Gank hier. Ja. Wheatblunt fällt sein Beil, aber... Ja, da wird er tot sein. Ja, da stellt er sich aber rein, das macht er gut, um dann noch halt mit seiner Passiv angreifen zu können. Und unten hat Basti wen getötet. Ja. Kriegt Charco den Kill? Nein, er kriegt ihn nicht. Oh mein Gott. Das war ein bisschen Fail von Serratul. Ja, das konnte ich jetzt... War das jetzt mit Serratul Charco, ne? Ja. Ja. Ja, war knapp. Hast du den Chat an? Ja, den habe ich an. Gut. Free Life. Aber die Spielsounds könnte ich ein bisschen lauter machen, glaube ich. Ja, die hast du ja immer relativ leise. Ja. Ja, Leute, erstmal zur Aufklärung, was mit mir los ist. Ja, ihr wisst ja, mein PC ist Schrott und ich bin gerade am Laptop. Der ist ziemlich scheiße. Ich kann zwar jetzt LOL spielen, nur mit der schlechtesten Auflösung, mit der schlechtesten Grafik. Und dann trotzdem noch mit 30 FPS, ich weiß nicht, nee, ich kann so echt nicht aufnehmen, ich würde zwar gerne, ich kann sogar Isaac nicht aufnehmen, weil es dann übelst lackt. Ich hätte für euch gerne hier in 2 Stunden Part Isaac rausgehauen, aber es geht halt nicht und jetzt muss ich den PC am Montag wegbringen, Garantie noch drauf. Ich krieg vielleicht einen Ersatz-PC, aber der auch nicht so klasse ist, also müssen wir mal schauen. Joa, versuch's einfach, ne? Jo, ich versuch's natürlich. Ich bin die ganze Zeit nur am Gucken hier. Der PC ist, ich weiß nicht, 1 Monat angelassen und dann kaputt. Hätte ich doch mal restarten müssen. Da in der Mitte kommt der nächste Gang. Oh ja, aber Kevin drückt auch gut Damage, aber wird wieder sterben. Ja. Wenn er Ulti hat. Oh. Vielleicht ein Double Kill? Ja, einen hat er bekommen. Aber da kommt Charco noch. Mundo. Naja, aber so doof ist er nicht. Da kommt er weg.
Ja, aber oh, das macht Tim gut, dass er versucht, Kevin rauszunehmen. Ja, Top hat Panda ganz schön abbekommen von Devil. Mit ja gut, aber Devil war ja auch schon back, ne? Panda ist jetzt erst das erste Mal back, oder? Ne, zweite Mal, oder? Ich weiß nicht. Ich glaube, aber das erste Mal erst. Jo. Jo, da ist Tim noch gerade entkommen, unten. Ja. Yep. Hm, interessant hier so. Sweet home, sweet home. Ja, blaue Team führt jetzt ein bisschen vom Gold her, durch die Kills, aber noch nicht so viel. Ja. Kev steht bei 1-2. Auch selten gesehen. So negative Stats bei Kevin, ne? Ja, da flammt er auch schon wieder ein bisschen. Na gut, ist natürlich ärgerlich, aber ist halt kluge Spiel. Ja, auf jeden Fall. Also sollte Kev auch Watts kaufen und hat er bis jetzt noch nicht gemacht? Doch, er hat jetzt gerade eingestellt. Oh, ja, ein. Okay. Ja, aber es ist halt die Sache, das Gold für die Watts noch auszugeben, wenn man eh schon keins hat, ist immer doof, ne? Ja. Ja. Unten wird auch fleißig gewardet. Und wie, und wie. Ja, sobald ich halt wieder einen PC hab, wird täglich wieder 3 Videos kommen, Isaac, World of Tanks und League of Legends, wisst ihr ja Bescheid. Nur Moment, müsst halt da drauf verzichten. Und Top wird gekämpft, aber Devil zieht sich zurück. Ja, klar, Panda war jetzt back, jetzt macht er wieder mehr Schaden. Und da das, ich glaube, er kann das Q auch blocken, oder? Q blocken. Oh, oh, oh. Wow, wenn der jetzt Tim nicht gekommen wäre, wäre das, glaube ich, das Ende gewesen. Aber Mitte jetzt auch ein Gank. Ja, mal von Shaku, okay. Ja. Aber nee, ich glaube, das ahnt der Corki. Oder? Top. Devil gestorben, war sehr low life und Panda kriegt wahrscheinlich den Doppelkill. Na, hat kein, ah, ja, kein Mana. Mana mehr. Schade. Und ich hatte mich gerade nur erst gewundert, wieso Sharko einfach so über durch die Mitte läuft. Der wollte wohl nach oben. Jetzt rennt Greed dann nochmal nach oben. Ja. Ja, aber Panda ist. Ja, mit seinen Blocken. Ja. Xeratul wartet da noch. Ah, in der Mitte ist auch ein Schlagabtausch. Aber nichts Ernstes, glaube ich. Bot wieder verhaltensmäßig ruhig, was die farmt. Oh, guck mal, was der Xeratul macht. Hat da Puppen reingestellt, aber jetzt geht er wieder. Hm. Höchst interessant. Ja, unten wollten sie fast diven. Aber auch nur fast. Ich denke, wir gucken jetzt erstmal oben, weil da sammelt sich ja doch was an. Ja. Aber das Timing passt noch nicht so ganz zwischen den beiden. Ja. Jetzt könnte Tim aber sterben. Ja, da kommt die Katus-Ulti. Ah, Tim... da. Oh den Gott, er, das gibt's ja nicht. Den hat er nicht bekommen. Haarscharf, haarscharf. Oh, er ist gestorben. Die durch die Puppe, das gibt's ja nicht. Er hat die Puppe da reingestellt. Geil. Mehr Luck gibt's, glaube ich, nicht, oder? Hä? Das war Luck. Das war Luck, aber... Gut gemacht, dass er die da noch reingestellt hat. Echt cool. Ja, Ash, war echt cool. Ash ist Low-Life-Bot. Ja. Aber hat mein Farm und von 73 von Basti und Ash mit 58. Ja gut, dafür Top 82 zu 34, ne? Ja. Das ist mein Wort. In der Mitte führt der Corki. Ah, jetzt kommt der Pantheon aber runter in der Mitte. Jetzt sieht das. Oh, was ein Damage. Da kann er beruhigt weggehen. Ja, eindeutig. Ja, in der Mitte ist jetzt hier. Na, der Xeratul begibt ist da ganz schön in Gefahr. Obwohl Tim könnte jetzt auch gut Damage kriegen. Die Ulti. Oh, die Puppe. Ah! Ey, er mit seinen Puppen, oder? Die Puppe versaut echt alles im Moment. Ja. Ist gut Puppen gesetzt. Ja, der Xeratul macht's gerade eigentlich ganz gut. Da wollte ich wieder eine Puppe. Oh. Ja, der apische Damage ist doch ganz nett. Der Schaden von Minato ist natürlich ordentlich. Ja, er baut auch auf Mana Mune. Ist, glaube ich, richtig. Mana Mune auf Erzengelstab. Ja. Botlane kommt hoch. Das ist ein Ward, sehen sie jetzt. Ja. Kev kein Mana mehr. Ja, ansonsten oben ist es jetzt, glaube ich, relativ ausgeglichen, bis auf den Farm. Und das Level.
Oh ja, ja gut, das kommt durch die Kills, ne? Oder, ja, durch den Kill, sag ich mal. Schako kauft sich Wrigglers, ganz normal. Fünfer-Schuhe. Ja, ansonsten unten nicht viel los. Nicht wirklich. Also, ich würde sagen, der Schako reißt schon ganz schön viel im Moment. Ja. Hat auf jeden Fall dem Team wieder die Führung gebracht. Durch zwei coole Aktionen mit Puppen. Ja, Mann. Die haben denen echt geholfen. Okay, er nimmt sich selber Blue. Also ich hätte ihn für Kev gelassen. Ja, ja, weiß ich, ob Kev den braucht, aber. Mitte, Mitte, Mitte. Ja, ich hab's gesehen. Ich bin schon da. Ich wollte nur noch nicht sagen, weil ich erst wissen wollte, wie es ausgeht. Oh, jetzt kommt Sharko wieder von hinten. Oh. Ja, da kommt aber das W. Ja. Und kommt oben auch wieder hier vom Panda ganz schön guter Damage. Ja, Mitte jetzt Tim gegen Sharko. Ich glaube, Tim traut sich da zu viel zu. Ja, jetzt kommt der Pantheon. Oh, der sieht die Ulti nicht. Und da kommt er nicht mehr weg. Ja. Das war gut gemacht. Auf jeden Fall. Aber der Goldvorteil ist noch nicht so hoch jetzt. Ja. 3 zu 5 steht's. Ab 15 Kills darf man surrendern, muss man aber nicht. Ach, darüber brauchen wir noch gar nicht reden, glaube ich. Hä? Darüber brauchen wir noch gar nicht reden, ich glaube. Ja, ich weiß. So steht's noch nicht festgeschrieben hier. So, jetzt kriegt Kev sein Blue, aber da ist ein CV. Ja, und sie sieht, dass beide nicht viel Mana haben, also. Aber sie oh Gott. Er springt einfach über die Wand. Der Kev nimmt sich erstmal den Blue. Aber da kommt Devil rein. Ganz schön gewagt. Ah, er hat versucht, den Blue zu klauen. Jetzt hat Pantheon den geschafft. Ja, auch nicht schlecht. Auch wenn Kevin sich jetzt ärgert. Aber ich glaube, Kev braucht noch ein bisschen mehr. Oh, das war doof vom Corki. Kev hat noch nicht mal einen Assist dafür bekommen. Ja, es ging zu schnell. Yep. Ja gut, mit dem Life geht man da nicht rein. Das war ein Fehler. Wie findest du eigentlich das neue Baron-Symbol? Schwul. Ja, ich dachte so irgendwie, hä, das sieht irgendwie StarCraft-mäßig aus. Irgendwie schon. Oh ne, das sieht hier wie von Transformers, weißt du? Butter da nein. Bei Transformers von Optimus Prime, ist so ein ähnliches Zeichen. Ich dachte erst, ich hätte mich irgendwie verguckt neulich, wo ich das sah. Mann, Mann, Mann. Ja gut, jetzt ist klar, dass irgendwie das rote Team ein bisschen dominiert, weil Panda und Kevin zusammen ist natürlich schon hart. Und dann solche Champions auch, ne? Ja, ja. Jetzt könnte Panda aber sterben. Ja. Das bringt wieder Gold rein. Und Devil ist auch tot. Oder er? Ja. Er hätte noch was essen können, aber wahrscheinlich war es halt nicht ready. Ja, das ist halt die hohe Abklingzeite drauf, ne? Wahrscheinlich hat er sich da aus dem Pantheons dann eben mit befreit. Und somit hat Kev Red und Blue bekommen. Ja, das schreibt er auch. Und Mr. Buff Trade. Aber Corki tot. Was ein Stil. Was ein Stil von Serathol. Wieso war Ignite drauf? Weil Kevin wäre nicht mehr dran gekommen. Nee, keine Ignite, aber meinst du, der wäre weggekommen? Ja, weil Kevin, also womit soll er ihn noch erreichen? Er hatte keine Ulti und Q wäre nicht mehr dran gekommen. Hm. Okay, Serathul macht sich hier bereit. Ja, Tim hat es nicht leicht mit seinen 1-3 inzwischen, genauso wie Corki. Obwohl Corki natürlich noch Farm hat im Gegensatz zu Tim, weil er halt nicht im Jungle ist. Da kommt Kev, sie sehen ihn auch. Ja, hier unten wird jetzt auf jeden Fall ein Fight kommen, denke ich. Und sei es nur um Dragon. Und Alistair geht rein, unabsichtlich. Die Ulti ist ein bisschen zu spät gekommen, er wird sterben. Ja. Ja. Und Panda, ich denke, da werden sie auch weiter drauf gehen. Panda, hat der Ulti ready? Ja, hat er, ne? Ja. Aber sie machen Dragon. Ja, das kann man auch tun. Oh, okay. Unten hätte der Sharko fast gestorben, aber schöner Flash. Oh, aber er wird sterben. Fast. Ja, er stirbt. Das war schön gezielt vom Corki. Aber ja, oh, Tim soeben entkommen. Guter Damage hier gerade auf allen. Was, die springt auf Soraka? Oh, ja. Oh Gott, sehr schön. Jetzt sollten sie auf Kev gehen. Ja,
Ja, der Corki macht eigentlich ein gutes Spiel. Oh. Ich glaube, das sollte nicht so ausgehen. Ja, das sie wird, zumindest. Ich glaube, da macht Kev schon mit seinem Flächenschaden zu viel Damage halt. Ja, da reinzuhüpfen dann und... Oh, es gibt jetzt auch Leichensymbole, habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, ja. Na, auch ganz nett. Aber irgendwie unnötig. Wenn man da jetzt irgendwas so aufheben könnte von Items, dann wird das ja Sinn ergeben, aber... Nee, oder wenn man zum Beispiel an den Leichen noch schauen kann, weißt du? Ja. So wie ein Bot halt, dann wäre es okay, aber man sieht es ja wirklich nicht so. Alles nur Spielereien. Ja. Es macht nur die MB-Zahl größer von meinem Spiel. Genau. So, jetzt sehen wir aber auch 3000 Gold verteilen inzwischen. Gut, sind ja auch schon 6 Kills drüber, ne? 6-1 und 4-2 auf den beiden besten Spielern in Anführungszeichen hier. Ah, ich kann mir gerade vorstellen, dass Tim gerade so richtig rumschnauzt. Der regt sich ja dann doch gerne mal auf. Steht auch gerade nur rum. Jetzt geht er weiter. Ja, ist halt jetzt auch ein Levelvorteil hier inzwischen schon auf Panda ziemlich, ne? Ja, auch generell die ja. Items, das ist, was da für ein Unterschied, das ist schon krass. Ja. Panda will... Ja, nee, das sollte er nicht tun, er stirbt da glaube ich eher. Ich meine jetzt eine Combo und dann war's das. Wenn jetzt der Stun kommt... Ja... Jetzt kommt die Karte, das Ulti. Das war... Oh! Überlebt sehr knapp. Wie der will müsste seine Ulti machen, hat aber nicht ready. 30 HP war das. Ja, ich weiß jetzt nicht. Kommt jetzt der Stun von Panda, dann gewinnt Panda ansonsten. Ja, okay. Da muss er wegflashen. Oh. Ja, die okay, wollen. Tim ist schon mal in Sicherheit. Der will kann sich nur noch mit Ulti retten, würde ich mal sagen. Ja, da kommt die das Schattenbild und da diven sie ihn. Ja. Ja, ich denke, er wird sterben. Ja. Ja. Ganz klar. Jetzt kommt Corki hier. Ein bisschen verspätet, würde ich sagen. Ja. War schon ganz in der Nähe. Ja, jetzt beruhigt sich langsam wieder. Ich glaube, jetzt sammeln sie sich alle in der Mitte oder so. Blue Buff. Oder geht's jetzt um Blue Buff? Ja, jetzt machen sie erstmal Blue Buff. Beide Teams in der Mitte jetzt sozusagen. Aber die gehen jetzt für Dragon, ne? Ja. Das ist aber auch rewarded. Da wäre besser der Pinkboard gewesen. Oh, da ist Sharko. Ja, das war jetzt natürlich alles eine Täuschung, damit die Dragon machen können. Aber jetzt wird der Fight losgehen. Oh, Basti, das war doof. Oh, renn, Basti. Renn. Ah, da war gerade das Q. Da kommt die Ash-Ulti. Ja, renn vorbei. Aber Nase wird sterben. Oh, und unten bei Dings wird auch noch gefight. Und? Ash stirbt durch Last. Ja, ich gucke gerade in der Mitte. Tim wird wahrscheinlich verrecken. Ja, Tim stirbt. Zum Wie ist das da unten passiert mit Corki? Hä? Wie hat Corki die getötet? Ja, die waren ja Dragon am machen, zu zweit. Ja. Warte, jetzt lass mal in die Mitte gucken. Das könnte auch interessant werden. Oh, das ist ein Schaden. Ja, der Stun war gut. Von Panther. Naja. Ja, auf jeden Fall, bei Dragon war Soraka und Ash Dragon am machen. Ja. Kam Corki reingesprungen. Ash ziemlich low life. Und da kam Auto-Hit von Dragon noch hinterher und hat Ash gekillt. Ja, nice. Ja, in der Mitte wollten sie eigentlich Kev töten, sind dann aber eigentlich alle gestorben, so ungefähr. Und für alle Leute, die den Livestream gucken oder, ja, im Moment gibt's ja keine Livestreams, aber wenn mein PC wieder geht, dann kommen wahrscheinlich 2 Livestreams in der Woche und wenn das wieder geht, dann habe ich auch eine Cam ready, also, ja, wurde ja gesagt. Gewünscht. Was macht die Ash da? Sterben! Oh, okay. Verlassen. Jetzt sollten sie wirklich nicht angreifen, weil das wäre läppisch. Jetzt fällt Basti noch. Und da kommt die Pantheon-Ulti. Oh Gott, das wird böse enden. Da kommt die Katos-Ulti. Ach du aber Scheiße. Sie wurden unterbrochen durch den Tod. Und jetzt ist die Katos-Ulti, ja. Verschwendet. Aber Panda geht total greedy. 9-1 inzwischen. Ja. Und da kommt Devil runter. Der immer noch nicht vom Farm aufgeholt hat.
vermute, er hat auch keinen einzigen Assist, ne? Aber jetzt wird's interessant hier. Panda gegen Devil. 3 Level Unterschied. Er hat seine Ulti, aber macht die auch. Ah, da hat er ihn ein bisschen gejuked. Ja. Er macht ihm nicht mehr so viel Schaden. Aber ich schätze fast, dass er wegkommt. Er wird gut geslowt wegen Frosthammer. Er springt die ganze Zeit hin und her. Ja, da hat er nochmal die E angeschmissen. Jetzt wird's nochmal interessant. Aber ich denke, der schafft er. Ja, da blockt er wieder. Ah, Corki kommt auch nicht mehr dran. Nee. Schön gemacht. Ja. Jetzt sehen wir hier unten so Raka Hardcore am Farm. Ja. Raka. Ja, Mann. Hast du das bei Protato Monster gesehen? Mit dem Raka Penta? Bei Protato Monster, das ist also Raka Penta. Das war schon cool. Ja. Okay, was machen sie jetzt hier unten? Die Soraka wollen sie alle töten anscheinend. Oh, Corki wird in der Mitte sterben. Mit ziemlicher Sicherheit. Ja. Oder? Ja. Müsste eigentlich, ja. Tot. Zu heftiger Schaden. Eindeutig. Da kommt Devil noch rein, versucht Kev zu erledigen, hat aber keine Chance. Das habe ich schon gar nicht mehr mitgekriegt. Ich spule mal kurz zurück. Ach, das war jetzt so verdammt. Ich finde die Stelle nicht. So, jetzt sehe ich nochmal hier, wie Corki stirbt und dann möchte ich mir das mit Devil nochmal angucken. Oh. Da musst du nochmal, spul mal auf 24, 35 vor und dann guck doch mal, Botlane, blauer Tower, erster Tower. 24, 35. Oh ja, ich sehe gerade, wie Panther reinjumpt. Schön gemacht. Ja, sehr schön gemacht. Okay, gehen wir wieder zu live. Yep. Hat die Ashe jetzt wieder reconnected? Ja, hat sie. Okay, lass mal den Chat hier ein bisschen durchgucken. Ja. Ihr gewinnt nur wegen Kev, nur weil er Damage macht. Panda macht kein Damage. Doch. Nee, mir nicht. Okay. Gut, jetzt sind's 13 Kills Unterschied. Ja, fehlen nur noch 2, bis sie es zu ändern dürfen. Ja, und hier kommt auch jetzt der nächste Dragon. Jetzt werden sie sogar noch Dragon machen, haben sie jetzt einen Goldvorteil von 5000 noch was. 5, 6, ja, irgendwie sowas. 5 Stück, ja, 5000 ungefähr. Oh, da kommt Panda. Ja, Kev kriegt ordentlich Schaden, aber Basti, oh, heftig. Oh, was, wo ist Basti? Da kommt die Ulti. Oh, Basti ist tot, ja. Ja, da kommt die Karte Ulti nochmal, die wird jetzt, ja. Ich glaube, du bist nicht ganz live. Doch, ich bin ganz live. Ja, Devil hat oben so lange den Tower gepusht und zerstört. Erst ja, aber das war es nicht wert für 3 Kills und einen Tower in der Mitte. Ja. Jetzt sind wir bei 15 Kills. Bin mal gespannt. Jetzt dürften sie surrendern. Hä? Jetzt dürften sie surrendern. Ja, jetzt dürfen sie. Jetzt weil das ist jetzt eigentlich mit dem. Kannst du auch noch nachher mit dem Isaac die Videospuren da besser machen? Also Audiospuren. Was war das nochmal? Ich hab's vergessen. Du warst viel zu leise. Ach so, ja klar. Kann ich machen. Ja. Aber morgen müsst ihr erstmal dann das Kommen. Das hat also Vorrang, weißt du? Ja, ja, auf jeden Fall. So. Joa. Also die Chancen stehen auf jeden Fall gut fürs rote Team. Ich meine 12-1 auf Panda. Ja. Ist Panda eigentlich schon. Welches Level ist der? 16, okay. Ja, farmtechnisch können einzig allein Corki und Tristana eigentlich mithalten, ne? Ja. Ich meine, Devil hat sogar weniger als Tim und Tim hatte eben total wenig. Naja. Sammeln sich da. Was wollen sie da machen? Baron. Ich denke, jetzt geht's langsam um den Baron. Ja. Weil damit kann das rote Team, violette Team den Kasten zumachen und das blaue Team könnte noch dadurch eine Chance kriegen. Aber Panda ist jetzt von Items auch schon verdammt hart. Auf jeden Fall.
So wie es aussieht, will er sich jetzt Klingel in der Endlichkeit kaufen. Ja, aber jetzt wird erstmal der Fight beginnen. Boah. Und Alistair kriegt die Ulti ab. Joa, Alistair ist sehr schnell gestorben. Pandas Legendary. Aber schon was länger. Ja. Oh, Flair, was tust du da? Oh, gut, das war knapp. Oh, aber der Damage von Corki ist eigentlich noch ganz in Ordnung. Ja, der ist gut. Mal gucken, was Sarah Tool jetzt macht. Er stellt noch ein paar Puppen auf. Der kleine Puppenspieler. Ja. Fast wäre es aufgegangen, aber jetzt chasen sie jetzt den Kevin. Jetzt greifen sie an. Alle gehen auf Kev. Ja, weil Panda back war. Haben sie schön gemacht. Die Ulti, sollte Bastian ja mal schnell da rausgehen. Ja. Das bringt auf jeden Fall schon mal 2 Kills. Da springt Panda rein. Oh Gott. Geht auf Devil. Wird aber weggekickt von Alistair. Ja, aber Tim wird sterben. Ja, Tim ist tot. Wow, meine Maus hat gerade so rumgezogen. So, ja, jetzt sind es 18 Kills Unterschied. Theoretisch könnten sie auch Baron machen. Ja. Guck mal, die Leichen sind alle in einer Linie gestorben. Ja, die Leichen sind gestorben, ja klar. Leichen sind in einer Linie gestorben. Gestern auch so, einer wollte irgendwas erzählen, der war schon voll Hacke, ne? Also er wollte eigentlich sagen, auf dem Geburtstag, auf dem 17. Geburtstag seiner Schwester, ne? Auf dem Geburtstag seiner 17. Schwester? Oder was hat er noch gesagt? Auf der Schwester seines 17. Geburtstags, genau, das war das Geilste. Oh Mann. Der war so Hacke. Oh Mann. So, jetzt Mitte hier wieder. Aber ich denke, das Ding ist zu. Ja. Ja, aber wenn Panda und Kevin zusammenspielen, ja. Obwohl man sagen muss, dass Sarah Tool jetzt auch ein gutes Game gemacht hat. Ja, Minato vom blauen Team auch. Ja. Ja, aber ich meine, Sharkos Farm und 5-1-10, der hat kaum Fehler gemacht eigentlich. Ja. Und jetzt sehen wir ja auch Baron. Ja, da kann das blaue Team nichts machen. Ja, sehen sie auch wahrscheinlich nicht. Ne, sehen sie nicht. Nee, keine Ward. Damit wird der Goldvorteil so um 10.000 jetzt demnach sein. Ja, 9.000. Jupp. Ja, das blaue Team rennt nur noch zusammen, aber auch nur noch. Na, wahrscheinlich wollen sie einen 5-Mann Backdoor machen. Ja. Hab ich auch schon gesehen. Aber weißt du, wo wir 5-Mann nach vorne gerannt sind und dann so ein Grace von hinten kam und unser Nexus zerstört hat? Ah! Boah, da war ich so abgeraged. Ja, Mann. Das war richtig mies. Oh, 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 jetzt sehen wir den Fight. Ja. Na, der Fokus auf Panda. Boah, der Damage. Basti hat keine Chance. Boah. Jetzt kommt noch die Katus-Ulti. Ja. Oh Gott, Corki. Wenn jetzt der Slow kommt, könnte er sehr eng werden. Ja, kommt erst weg. Wenn Tim da nicht weggeht, ist er auch gleich tot. Ja, Alistair kriegt auch das ist ein Fehler, da kommt die Pantheon-Ulti auch noch. Ach, du Scheiße. Aber Kevin wird vielleicht sterben. Ja, Kevin ist tot. Aber dafür jetzt hier auch Mundo. Und auch Devil, nehme ich an. Ja, auch. Und auch Mundo. Alistair vielleicht. Ja, manche. Ja. Ace! Damit wäre es das dann auch gewesen, glaube ich. Ja. Werde wahrscheinlich jetzt surrendern. Ja, nehme ich mal an. Mit einem sehr unglücklichen Mundo. Im blauen Team. Der hatte wirklich Pech. Ja, der hat auch zu viel gewagt. Ja, da ist der Surrender. Aufgegeben. Gut gespielt. Ja. Dann das wollen wir mal richtig. Sieger und Verlierer sorgen, ne, so? Ja. Ja, ich mach das blaue Team, da würde ich sagen, unglücklicher Verlierer im blauen Team ist Dr. Mundo, der Tim. Jo. Gewinner würde ich sagen, ja, der Beste jetzt, würde ich sagen, der Corki. Ja. Hat so ganz ordentlich gespielt, ja, dann mach du mal das Violett. Ja, im violetten Team haben wir auf jeden Fall als obersten Sieger Panda, der 13-1-11 gespielt hat mit guten Farmen. Und dazu haben wir dann noch Katus als Sieger und auch Sarah Tool. Ich fand, die drei waren auf jeden Fall sehr gut. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal, würde ich sagen.